Das gab es noch nie. Ihm kann etwas gelingen, was noch keinem deutschen Wasserballer jemals gelungen ist. Aber er kann es schaffen. Markus Stamm hat die Chance auf den Titel Weltwasserballer. Damit könnte er sich zwischen anderen Weltwasserballgrößen wie Dennis Wager und anderen Olympiasiegern und Weltmeistern einreihen. Also einerseits im Spiel ist er halt extrem aggressiv, führt das Team halt absolut sehr gut an. Also es ist eine Riesenleidenschaft, und dass er da eben im Wasser wie außerhalb des Wassers so viel Zeit rein investiert. Alleine da auf dieser Liste zu stehen, wenn man seinen eigenen Namen sieht und wer dann da rechts und links beziehungsweise über und unter einem auf der Liste steht, es war schon kaum zu glauben, muss ich gestehen, und habe mich tierisch gefreut. Als Kapitän der Wasserfreunde Spandau 04 führte er seine Mannschaft bereits zu zahlreichen Meisterschafts- und Pokaltiteln. Der Nationalspieler sticht durch seine Leistungen heraus, wie auch zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Südkorea, und schafft es immer wieder, seine Mannschaftskollegen zu motivieren. Danke. Die Herren der Wasserfreunde verteidigten ihren Platz an der Tabellenspitze, indem sie einen souveränen 14:2 Sieg gegen den SV Ludwigsburg gewannen. Damit ist es bereits das sechste Spiel, das die Spandauer für sich entscheiden konnten. Auch wenn Markus Stamm nicht aktiv am Spielgeschehen beteiligt war, hat er die Mannschaft definitiv geprägt. Aber der Sohn von Bundestrainer Hagen Stamm ist ja nicht nur als Spieler bei den Wasserfreunden Spandau aktiv. Nein, er fungiert auch als Trainer der Damenmannschaft bei den Wasserfreundinnen sozusagen und konnte am selben Tag, am Samstag, gleich den ersten Sieg der Saison einfahren. In ihrem Auftaktspiel trafen die Spandauerinnen auf ihre Dauerrivalen, den SV Bayer Uerdingen. Im Supercup, Meistertitel und Pokal entschieden die Spandauerinnen auch dieses Spiel mit 17:6 deutlich für sich. Ja, aber dass er immer noch ein aktiver Wasserballer ist und gleichzeitig Trainer, das würde ich sagen, ist das Besonderste. Halt immer, er pusht das ganze Team, er kann halt immer, wenn er eine Ansage macht, dann hört jeder. Er mir immer sagen kann, was ich besser machen soll. Bis zum 30. November habt ihr noch Zeit, für Markus Stamm abzustimmen. Markus Stamm, Weltwasserballer, das wäre ein richtiges Ding. Den Link dazu findet ihr bei uns in der Videobeschreibung. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.